Oh, Schande, du auch hier. Na, was für Glück, dass du dich jetzt gerade hier selbst gekillt hast. Leute, ich weiß nicht, wo ich bin. Wie viele seid ihr schon wieder? Wie viele seid ihr, verdammt nochmal? Na komm schon. Hau dich rein. Ja, genau. Kein Schmollmann. Leiser! Du Mistvieh! Verdammt! Ja, hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren entspannten Folge Sons of the Forest mit dem Game Bro, dem Grimbo, der Lydia und dem Kelvin. Schön, dass ihr dabei seid. Leute, wir haben hier beim letzten Mal, in der letzten Folge, ordentlich an unserer... Hallo Kelvin, na alter Wemser, ordentlich an unserer Verteidigung gebaut. Ich habe schon wieder ein bisschen Material angeschafft, ein bisschen Holz geholt. Wir haben nicht allzu viel gemacht. Wir haben hier eine richtig schöne Defense-Wall aufgebaut. Irgendjemand da? Hallo Lydia. Schön, dass du da bist. Na, wie geht's dir? Bist du gut drauf heute? Total gut. Wir haben uns hier noch eine kleine Station dazwischen gebaut. Da ist noch einer nicht angespitzt. Da hinten habe ich schon mal angefangen, ein bisschen vorbereitet. Und ich habe gesehen, Leute, ich hatte doch hier diese Fliegenklatschenfallen oder wie auch immer die heißen, zwischengesetzt. Die scheinen die Eingeborenen uns beim letzten Mal zerstört zu haben. Eine habe ich wieder aufgebaut, die andere zeichne ich jetzt an. Ich weiß nicht, ob ich alles Material jetzt gerade da habe. Machen wir gleich mal eben schnell. Und da möchte ich mit euch nochmal losziehen und eine Höhlentour angehen. Und zwar finde ich, diese Fallen sind halt nicht unbedingt das Goldene vom Ei. Das Goldene, das Gelbe vom Ei. Ihr wisst, was ich meine. So. Und darum möchte ich weitere Blueprints ranschaffen. Wir gehen jetzt gleich los und beschaffen uns ein. Ich habe da was ausgemacht. Leute, dafür ziehen wir jetzt einmal los. Und sehen zu, dass wir einen neuen Blueprint rankriegen. So. Die Fallen sind in Ordnung. Man kann sicherlich damit arbeiten. Aber ich finde, da gehört noch mehr hin. Wenn ich mal Zeit habe, werden wir das hier... Entweder mache ich das offscreen. Ich möchte die Walls rundherum haben. Immer ein Stückchen Wall, dann eine sowas ähnliches wie diese Schwungfallen, aber vielleicht was effizienteres. Mal schauen, was wir da finden. Hier müsste auch mal langsam wieder nachgefüllt werden. So. So, wir fahren hoch und dann sehen wir auch mal die Erweiterung meines Forstgebietes hier. Wir sind jetzt schon bis nach hier oben gekommen. Es ist schon ein ordentlicher Kahlschlag passiert. Aber es wird noch deutlich mehr werden. So. Schnapp dir bitte einmal deinen Flieger und dann geht es los. Leute, wie gehabt, den Flug an sich werden wir gleich ein bisschen zusammencutten, damit das Ganze nicht zu lange dauert. Und ich sehe gerade, ich habe wieder nicht getrunken, nicht gegessen. Ich hoffe, wir haben noch was, aber ich glaube, ich habe noch ein Dosensüppchen dabei. Das Ziel unserer Reise ist relativ weit im... Moment... im Süden der Karte. Und wir müssen noch einmal schwungeln, Leute. Hier ist noch eine rote Signalwolke. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon waren. Und das Fragezeichen sollten wir uns da unten rechts auch nochmal schnappen. Aber jetzt müssen wir hier oben zu diesem schönen Bach, zu diesem See, zur Höhle am See. Glaube ich. Irgendwie bekomme ich keinen richtigen Auftrieb mehr, aber ist egal. Wir lassen uns jetzt hier ausgleiten und ich hoffe, ich bin richtig. Oh Mann, mitten in den Bäumen müssen wir runter. Verdammt, Grimbo! Schnapp dir den Gleiter, pack ihn ein. Nicht, dass er verloren geht. Ich hoffe wirklich, dass ich hier richtig bin. So, pack nochmal die Karte aus. Es ist noch ein kleines Stück, aber ich glaube, es ist diese Wasserhöhle, wo ich hin möchte. Und ich glaube, dort erwartet uns noch ein Blueprint. Ich hoffe sehr. So, wunderbar. Es ist gefroren. Wir können übers Wasser rutschen, gleiten, wie auch immer. Leute, bricht das Eis hier unter unseren Füßen? Das knarzt so schön. Aber hier haben wir noch kein Frühling, oder? Ich mag das. Ich finde es so klasse. Mit den gefrorenen Seen. Das gefällt mir richtig gut. Muss ich mich immer wieder wiederholen. Also ich glaube wirklich, wir sind hier richtig. Wir schauen aber jetzt gerade eben noch mal kurz nach. Ich hatte uns ein bisschen was abgefüllt. Am besten trinkst du es direkt mal leer. Leute, diese Geräusche. Krass. Oh Mann, hier sind wieder diese toten Kultisten. Mittlerweile wissen wir ja grob, was denen zugestoßen ist. Ich glaube, die wurden gejagt von irgendeiner dubiosen Gruppe.
Ich weiß nicht, wer die Schlimmeren waren. Die Kultisten getötet haben. Oder die Kultisten selber. Man weiß es nicht. So, mach dir mal ein bisschen Licht. Und dann geh mal rein. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo wir hin möchten und müssen. Oh, oh. Es kann sein, dass... Moment, hier ist eine Tauchflasche. Können wir die mitnehmen? Nein, können wir nicht. Es kann sogar sein, dass wir hier schon tauchen müssen. Mir war so, als wäre das so gewesen. Ich mag diese Tauchpassagen ja irgendwie. Auch wenn mir hier zu viele Leichen rumhängen. Aber das ist okay. Auch daran gewöhnt man sich irgendwann. So, ihr Lieben, nochmal ganz kurz. Ich habe noch einen Kommentar mitbekommen unter meinen Videos. Sicherlich nicht böse gemeint, aber mir wurde mitgeteilt, dass ein Spieler das ganze Spiel hier in 24 Stunden komplett durchgespielt hat. Das kann gut sein, das ist sicher möglich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon hier dran sind. Oh, Leute, hier sind welche. Hier lebt ja noch jemand. So. Achtung. Oh, fast. Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Wir sind nicht bewaffnet und wir sind kaum bewusstet. Pass auf, wie viele sind denn das? Was ist denn hier los? Da bin ich jetzt ja gar nicht drauf vorbereitet. Uiuiui. Wir sind schon ein paar verrückt. Wir tauchen noch einmal kurz ab und bereiten uns mal einen kleinen Moment ein bisschen vor. Verdammt nochmal. Ach du Schande, du auch hier. Na, was für Glück, dass du dich jetzt gerade hier selbst gekillt hast. Leute, ich muss einfach kurz hier unten durchschnaufen. Also wie gesagt, 24 Stunden durchaus möglich. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon dran sind. 15 oder 20 Stunden. Aber mir geht es nicht darum, das Spiel hier möglichst schnell abzuschließen. Leute, ist hier was los. Sondern möglichst viel Spaß auch dabei zu haben. Von daher, ich muss das nicht schnell machen. Mir reicht es, wenn wir das auch in 30 oder in 40 Stunden haben. Dann ist das auch völlig in Ordnung für mich. Wir machen keinen Marathon. Das muss uns Spaß machen. So. Ich hatte das doch eigentlich auf einem Shortcut, aber wir packen uns mal die Schrotflinte. Bist du schon geladen? Ich denke schon. Sind hier irgendwelche, die wir häuten können? Nur der eine dick unter Wasser, der sich so blöde platziert hat. Mann, wir brauchen Rüstung. Ich habe mir zu Hause noch auf die Schnelle ein paar Tech-Rüstungen gemacht. Alles, was ich hatte. Mehr haben wir nicht. Leute, wir brauchen dringend mehr Material. Ich würde sagen, wir latschen einfach mal hier durch. Ich bin mir gar nicht sicher, wo ich hier hin muss. Ich weiß nicht, ob meine Vorbereitung ausreichend war, aber ich vermute, das könnte hier sein. Nein, wir rutschen. Oh Mann. Das war's vielleicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich vermute, jetzt bin ich ab vom Weg, aber ist nicht so schlimm. Wir gucken uns hier um. Wenn ich den Blueprint nicht finde, dann haben wir zumindest die Höhle hier ein bisschen ausgekundschaftet und schauen, was hier so passiert. Müssen wir hier raus? Oder müssen wir weiter runter? Ich glaube, hier geht's weiter. Was auch immer du gemacht hast, du bist bekloppt. Schau dich um. Hier lebt was. Hier lebt was. Pass auf, hier ist nochmal eine Flasche. Können wir dich austauschen? Nein, können wir nicht. Leute, ich bin definitiv nicht da, wo ich hin wollte. Es kann auch sein, Leute, dass ich wieder alte Informationen hatte. Ich vielleicht mit irgendeinem Update schon abgeändert worden sind. Kein Problem. Wir schauen uns um. Dann wird das jetzt einfach eine... Wir finden selber heraus. Höhle. Ist ja auch nicht so wild. So, da geht's weiter. Hier liegt aber noch was. Wir machen erstmal alles leer. Es wird erst gelootet. Boah, Leute, diese Geräusche machen mich fertig. Okay, hier gibt's was zu trinken. Das nehmen wir mit. Jetzt scheint's... Okay, und Munition. Auch sehr, sehr gut. Jetzt wird sicherlich wieder eine längere Geschichte. Also nehmen Verpflegung mit. Eine Dose, bisschen Resin. Ich weiß zwar nicht, ob wir hier unten drucken müssen, aber nehmen es einfach mal mit. Ich gehe bestimmt nochmal los und druck uns Pfeile und anderes Equipment. Ich weiß nicht, ob wir hier richtig sind. Grimbo! Immer diese Geräusche, Leute. Muss das denn sein? Wer ist denn da hinten? Was macht doch mal ein Knicklicht an? Und schleudert es einfach mal rein.
Und dann nimmst du sie bitte. Leute. Macht mich nicht fertig. So, dann nimmst du dich. Aber ich bin mir sicher, ich übersehe hier garantiert wieder die mehr als die Hälfte. Geht weg, geht weg, geht weg. Oh, und das viele schon wieder. Ist doch nicht euer Ernst. Grimbulau. Hola, die Waldfee. So, kommt ruhig ins Wasser. Kommt. Vielleicht ist das minder mutig. Aber es macht mir gar nichts aus. Da bist du gerade so rausgekommen, hä? Ihr habt doch nicht mehr alle. Ich weiß nicht, wie viel Schrott ich habe. Ich meine, ich habe mir zwar einiges einkassiert. Wo ist das wieder so stark, hä? Leute, wie viele hier drin sind, das ist doch nicht euer Ernst. Also Gott sei Dank waren wir in der VIP-Launch, in diesem VIP-Quartier. Da gab es so viel Gewehrmunition. Da habe ich mir auch, da ich ja dort drin gespeichert habe, nochmal die Taschen ein bisschen voll gemacht. Macht mir meine Tech-Rüstung nicht kaputt, sonst werde ich stinkesauer, Leute. Oh, keine Muni, keine Muni. Ach, jetzt haben wir erstmal umgestellt auf Schrotkugeln. Ich weiß gar nicht, was hier besser ist gegen dich. Wahrscheinlich die andere. Aber ist egal. Du bist ein Starker und du gibst mir auf jeden Fall gleich ein bisschen Mutantenhaut. Kann das sein? Bist du so nett? Komm, sei doch mal nett. Leute, ich mag das nicht. Viel zu viele Mutanten hier. Ich wollte nicht wieder in Höhlen. Ich wollte bauen. Ich wollte mit euch gemütliche Dinge machen. Und schon wieder stecken wir hier in so einer verballeten Höhle fest. Wo bist du? Wo bist du? Ist die Pistole geladen? Ich hoffe. Na komm doch mal ran hier. Verdammt nochmal. Bist du tot, jawohl. Lieg doch nicht auf dem Boden und schon bist du gehäutet. So hast du dir das bestimmt auch nicht vorgestellt. Ich wollte eigentlich gar nicht mehr unbedingt Fleischrüstung haben. Ich möchte eigentlich alles mit Tech-Rüstung machen. Ja, da müssen wir Pfiffe haben. So, war das alles hier? Haben wir jetzt hier so ein bisschen alles klar Schiff gemacht? Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin und wo ich hin wollte. So, hier waren wir doch gerade schon. So, dann sind wir hier rum. Hier bin ich hinter dem Felsen. Und dann sind wir nämlich einmal im Kreis gelatscht. Und damit habe ich mir die lieben Mutanten anscheinend angelockt. Ich denke, es geht auf jeden Fall hier lang weiter. Was hier wieder alles hängt. Ekelhaft, Leute. So, irgendwie kommt mir das gerade hier wieder ein bisschen bekannt vor. Da hinten ist auf jeden Fall ein bisschen. Heute ist der ein bisschen Tag. Schaut mal da, da sind wir welche. Krieg ich dich von hier aus erledigt? Sehr gut. Und du? Ich finde das so mies, dass ich gar nicht sehe, wo ich hinschieße. Das ist immer mehr geraten als alles andere. Was ist denn mit der Flinte? Ich glaube, wenn ich mit dir schieße, haben wir kein Licht mehr. Oh, da kommt jemand. Pack sie weg, pack sie weg. Nimm was anderes. Nimm die Pistole, nimm noch was für dich. Nein, das ist Schein. Nimm die neuen. Leute. So, auf jeden Fall sieht das da hinten schon wieder nach Effektraum aus. Leute, ich weiß nicht, wo ich bin. Wie viele seid ihr schon wieder? Wie viele seid ihr, verdammt nochmal? Ich wollte die Munition eigentlich für andere Dinge haben. Und nicht für euch. Auf Grimmo, Grimmo! Lass dich nicht erwischen. Wo ist mein Wasser? Wo ist mein Wasser? Oh, Leute. Ihr macht mich fertig. Ohne Flachs. Die letzten Höhlen waren einfach nur leer. Da war nichts los. Und hier sind jetzt alle. Was denn das? Komm ins Wasser, mein Lieber. Komm hier rein. Ihr wollt mich doch haben. Komm, hier bin ich doch. Soll ich mal die Taschen aber machen? Seht ihr mich besser?
Immer dahin, wo es Licht leuchtet. Ja, komm schon. Hau dich rein. Ja, genau. Kein Schmollmann. Ja. Selber schuld. Und noch ein bisschen draufstellen. Ist unfair, ich weiß. Aber das macht mir nichts. Hier rennt doch noch einer rum. Hier rennt doch noch einer. Also wenn ihr einzeln kommt, dann ist das alles in Ordnung. Dann gibt es einmal Geschnetzeltes und dann bin ich zufrieden. Aber was ihr macht, das geht auf keine Kuhhaut. Wir müssen dringend was essen, Leute. Boah. Wir haben ja auch noch Molotows. Könnten wir auch mal wieder benutzen. Mann. So, wo geht's lang? Ich glaube, hier ging's lang. Ich bin schon wieder den ganzen Weg zurückgerannt. Panik hochziehen. So, was wollte ich sagen? Das da hinten sieht nach Tech-Bereich aus, also nach diesem Artefakt. Gedöns außerirdischen, was auch immer, Strukturenbereich. Und irgendwo hier. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir gehen einfach mal hier lang. Sollte ich was übersehen? Guck mal hier, dieses Sulfid. Das sollten wir uns auch noch mal einpacken. Ich habe doch die Hacke dabei. Wir nehmen uns einfach mal eine Handvoll mit. Wo ist die Hacke? Das Sulfid erst hatte ich zu Hause ausgepackt. Das heißt, wir können uns dafür noch mal 20 mitnehmen. Und wo wir da schon mal welches waren. Komm, pack dir einmal die Taschen voll. Ich habe keine Idee, wie viel wir davon benötigen. Um Waffen abzugraden, um Rüstung abzugraden. Da ist doch einer. Irgendwo. Meine Herren, ihr seid doch echt bekloppt. So, schnappt ihr bitte nochmal die Spitzhacke. Wir haben noch nicht genug. Da geht noch einiges. Jawohl, danke schön, danke, danke. So. Wie viel haben wir denn jetzt dabei? Reicht das erstmal? Wir haben 15 Stück. Na komm, ein bisschen kannst du noch. 1, 2, 3. Sollte jetzt eigentlich voll sein, oder? Die Tasche. Kann das sein? Guck mal nach. 20 Stück. Genau, mehr geht nicht. Nimm dir eine Waffe. So, wir kamen noch von hier, nicht wahr? Also ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin, um den Bauplan zu finden. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Das war irgendwie, sah das anders aus. Ich habe irgendwas übersehen, aber wir gucken uns hier trotzdem weiter um. Das sieht mir gar nicht so aus, als ob ich hier weiter muss, Leute. Das ist alles irgendwie ganz anders. Wir gehen hier weiter. Ich habe irgendwas übersehen. Mit Sicherheit, aber wir tauchen mal. Wir schauen, wo wir hinkommen. Okay, Leute. Sitzt hier schon wieder einer? Komm, du hast was zu trinken dabei. Das nehme ich mal mit. Und Medizin. Einmal in die Ecken schauen. Guck mal, du hast auch noch eine Kiste dabei. Können wir aber gerade gar nichts sagen, aber Batterien sind super. Total gut, das könnt ihr mir öfter hinlegen. Ich habe nämlich alles verbraten, was ich hatte. Wie viel von dem Zeug hier wuchert. So, da sind wir gerade hoch. Glaube ich. Leute, wundert euch über nichts. Mein Orientierungssinn, aber ich glaube, ich hatte es mal erwähnt. Ist nicht die wahre Wonne, aber ich bemühe mich. Hier hängen Skelette von der Decke. Hier sind wieder Strukturen. Und hier ist einer eingeschleimt. Wir schauen uns einmal ganz in Ruhe um. Auch
Interessant, der Wasserfall von oben. Leute, ich weiß nicht, wo ich hier bin. Aber überall sind hier diese Artefaktstrukturen. Vielleicht finden wir hier auch ein Artefaktteil. Da sitzt schon wieder ein ganzer Haufen. Leute. Ich würde zu gerne das Gewehr mit einer Lichtquelle ausschalten. Guck mal, wer sitzt denn hier? Du hast eine Granate für mich. Auch schön. Wie wäre es denn, wenn wir mal einen Molly speisen? Oder wirklich auch mal eine Handgranate? Schnappst du wieder die Taschenlampe? Dass wir ein bisschen mehr sehen? Wie stehst denn du zu Feuer, mein Lieber? Geht das oder ist das noch in Ordnung für dich? Ist wahrscheinlich ein bisschen rausgeschmissen Geld, aber kein Problem. Muss man ja auch mal wieder machen. Ich mache mir hier ein bisschen ins Hemd. Hier sind doch gleich bestimmt wieder irgendwelche großen Viecher. Da ist eine Riesenwand. Ich bin hier zum allerersten Mal in meinem ganzen Leben. Mal wieder. So, können wir hier irgendwie hoch? Gibt es hier irgendwas Spannendes? Und da hinten geht es weiter. Da gibt es noch irgendwas. Und hier sind sicherlich noch einige Mutanten. So, fit. Hier können wir laufen. Wo sind denn die jetzt alle? So, notfalls irgendwelche Stricke reißen, springe ich auch gerne ins Wasser wieder. Ist gar kein Problem. Da bin ich gerne auch ein feiges Huhn. Das mache ich, wenn die Großen kommen. Da ist doch schon wieder die Schere. Und wir haben noch einen Molly. Ich glaube, den magst du zumindest schon mal ganz gern. Ich schmeiß auch Handgranaten, wenn es sein muss. Wow! Aufpassen, aufpassen, aufpassen. Oh, pass auf. Nicht die Schere, ich sehe sie nicht. Ich mag das nicht, wenn ich dich nicht sehe. Taschenlampe, bitte. Das macht mir nicht. Wo bist du? Ein Scherer. I don't see you. And I don't like when I don't see you. Du bist eklig und ich will dich jetzt sehen. Ist er wieder zurückgegangen? Bist du wieder zurückgelatscht? Kann das sein? Der springt mich doch gleich irgendwo von der Seite an. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass du nicht mehr da bist. Wehe, du erschreckst mich. Wehe, du erschreckst mich. Hängst du hier von der Decke? Nee, das ist nur ein Stein. Leute, ich mag das nicht. Ist der mir jetzt wirklich ins Wasser hinterhergesprungen und ist weg? Kann ich sagen, hier kann man doch überlaufen. Ich würde sagen, wir gehen noch mal runter hier. Also ich vermute, wir müssen weiter. Nur eine grobe Vermutung. Man kann hier überlaufen. Also mit wegschwimmen wäre hier gar nichts. Wenn hier irgendwas Großes kommt. Da ist er! Du Mistvieh! Verdammt! Hast du mich ausgetrickst? Leute, wir sind hier im Wasser. Du kannst hier nicht brennen. Lauf, Grimmo! Wir können uns hier tatsächlich nirgendwo verstecken. Das. Nein, aufpassen, aufpassen. Irgendwo. Doppelstein hoch. Mach das Ding an. Mach's an. Mach's doch an. Mach's doch an. Wo bist du? Wo bist du, Schere, Mann? Gott, ich hasse diese Dunkelheit. Nein. Gott, was mache ich mit dem? Shotgun. Aber haben wir doch die normalen Shells. Pass doch auf. Oh, ich mag das nicht, wenn du so nah an mir dran bist. Geh einfach weg. Ich muss doch laden. Was ist denn für den eigentlich die beste Variante, den zu killen? Weg, 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 weg. Wenn du nicht so verdammt schnell wärst.
Krimbo, pass auf. Du kriegst hier gleich echt eine mit dem Katana, Junge. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Ich weiß es wirklich nicht. Wir machen einfach Beingestätzchen, ich glaub dir. Bist du tot? Das hat mich aber auch Rüstung gekostet. Nicht gut, Junge. Gar nicht gut. So. Aber zieh dir das Fleisch an. So, jetzt bin ich schon wieder so dermaßen durcheinander gekommen, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich hin muss. Aber ich glaube, es ging in diese Richtung. Ich hatte doch irgendwo das Leuchten. Irgendwo, da sind Gegner. Also müssen wir bestimmt dort lang. Direkt mal durchschnetzeln hier. Direkt alles wegschnetzeln. Grimbo, mach kurz einen Prozess. Leute, wie viel ihr seid, das ist echt ekelhaft. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist das für eine Höhle? Wo bin ich da reingeraten? Ich wollte nur eine Falle sammeln. Nur eine Falle. Und ich finde sie wahrscheinlich niemals, Leute. Okay. Ihr seid alle schon mal platt. Das ist gut. Und ich weiß immer noch nicht, wo lang. Ich gehe links rum. Leute. Falls das irgendjemand sieht, der weiß, wo ich hier bin und wo ich hin muss, sagt mir gerne Bescheid. Ich habe das Gefühl, ich verirre mich. So. Wir müssen uns echt genau umschauen hier. Hier ist alles voll geschleimt. Kaputtes Holz. Okay. Ich weiß nicht, wo ich hier bin. Wie gesagt, ich hatte mir was angeschaut. Das war aber völlig anders. Das Einzige, was ungefähr gleich war, dass ich am Anfang hätte tauchen müssen. Und dann verließ es ihn. Ich weiß auch nicht, wie viele Batterien wir noch bei haben. Ich hoffe genug. Ich möchte hier nicht ohne Taschenlampe sein. Da ist wieder einer. Bist du alleine? Du bist alleine, oder? Komm, wir holen dich einfach mal. Wir holen dich einfach mal hier weg. Sehr schön, was haben wir hier? Du bist in Beleuchtung. Alles nur Gruselbeleuchtung, Leute. Ihr wollt mich doch fertig machen. Schon wieder so ein Wasserfall. Da hinten sind ein paar Gegner. Mir ist das, glaube ich, im Kreis, Leute. Hier habe ich doch gehackt. Nein, wir laufen im Kreis, Leute. Hilfe. Ich komme hier nie wieder raus. Wir sind verloren. So, hier kam ich jetzt gerade her. Und hier... Wahnsinn. Hier bin ich doch überall gerade schon gewesen. Wo waren denn jetzt gerade die Gegner wieder? Leute, ich komme nicht mehr zurecht. Dann laufe ich halt nochmal hier lang. Batterien verbraucht. Mann. Gehen wir hier oben hoch Richtung Licht. Leute, das wird eine Odyssee, das sage ich euch. Aber guck mal, hier ist was Neues. Oder hier war ich doch noch nicht. Oder war ich hier schon? Ich glaube, hier habe ich schon geplündert. Hier waren wir schon. Hier bin ich rausgekommen, Leute. Das gibt's nicht. Völlig verlaufen. Hier gibt es auf jeden Fall nochmal Munition. Das ist sehr gut.
Und noch mal eine Box. Gut, dass wir die gefunden haben. Was ist das? Komm, den Energieriegel hauen wir uns rein. Das dauert länger hier. Hoffentlich hast du einen Snickers dabei. Wir haben uns echt voll nicht verlaufen. Wir sind aber noch mal zurück am Wasserfall. Jetzt laufe ich mal hier links rum. Mal schauen, was es hier noch gibt. So, hier ist das Leuchten, was ich gerade gesehen hatte. Und das hatte ich jetzt übersehen anscheinend. Munition. Gib sie mir. Gib sie mir. Ich brauche sie doch. Und Batterien. Batterien sind wichtig. Wieder die Frage. Hier lang? Das sieht zumindest für mich gut aus. Ein Schädel. Können wir dich mitnehmen? Ich bräuchte doch noch was für Lampen, aber ich habe anscheinend genug. Leute, ich habe echt die Hose, aber hier ist ein Weg. Den gehen wir lang. So, bitte keine großen Mutanten mehr. Kann ich jetzt gerade heute nicht mehr gebrauchen. Oh, schaut mal hier, Kreuze, Kreuze. Ich glaube, wir nähern uns einem Artefaktbereich. Aber ich glaube, ich war mir gar nicht bewusst, dass es hier ein Artefakt geben soll. Und es kann sein, dass wir die Folge überziehen. Seil? Können wir einstecken, sehr gut. Ich mache mir die Hose. Das hört sich schon wieder komisch an. Das hört sich nach was Großem an. So, wir können schon wieder rechts und wieder links. Leute, ich hasse solche Entscheidungen, wenn ich mich nicht auskenne. Mann, wir gehen erstmal links. Erstmal links. Baby, Baby, weg mit dir. Ihr seid eklig. Habe ich euch doch schon gesagt, ich will euch nicht. War es das? Nochmal draufhauen. Sicher ist sicher. So. Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können. Dosen. Ich habe noch nicht mal den Dosenöffner. Das wäre auch noch eine Geschichte, die wir dringend brauchen. Aber glücklicherweise war das hier eine Sackgasse. Ich weiß nicht, warum wir uns nicht schon längst den Dosenöffner organisiert haben. Geht's hier lang? Nein, hier sind wir doch hergekommen, oder? Sind wir hierher gekommen? Und dann bin ich links rum. Wir konnten aber auch rechts rum. Jetzt gehen wir rechts. Leute, ich verirre mich. Ich gehe im Kreis. Normalerweise habe ich in solchen Spielen immer irgendwas, wo ich mir den Weg markiere. Raumanzug. Der kommt mir so bekannt vor, als wäre ich hier schon gewesen. So, das sieht sehr interessant aus. Müssen wir hier tauchen? Ich habe eine Taucherflasche bekommen. Wir schauen einfach mal, wo es uns hinführt. Müssen wir hier tauchen? Oder können wir nur? Geh mal hoch. Ich möchte mich hier noch einmal ganz, ganz kurz umschauen. Ich glaube, wir müssen tatsächlich auf jeden Fall hier lang weiter. Eventuell kommt hier eine Tauchpassage. Ich weiß es nicht, aber hätte ja sonst wenig Sinn gemacht, dass da eine Flasche liegt. Aber ich sehe hier nichts zum Tauchen. Hier ist doch eigentlich alles in Ordnung. Oder geht es hier so? Na gut, hier gibt es noch mal ein Stück.
Leute, ich bin völlig lost in dieser Höhle. Völlig lost. Links rum. Wahnsinn. Wow. Okay, Flasche gewechselt. Super, dass du das während des Tauchgangs kannst. Könnte ich nicht, aber du bist gut. Du kannst das. Okay, Leute. Ruhe bewahren. Nicht in Panik verfallen. Hier waren wir schon mal. Ich speichere. Hier waren wir schon mal. Warum war ich hier schon mal? Ich glaube, ich habe einen anderen Höhlenabschnitt betreten. Komm, wir speichern das hier einfach mal weg. Verdammt doch mal. Ja, klasse, wir sind schon mal hier gewesen. Hier ist der... Hier ist ein Artefakt, weil ich bin überhaupt gar nicht da, wo ich hin wollte. Warum kam mir das eventuell auch mit dem Raumanzug schon so bekannt vor? Leute, jetzt sind wir wieder am Raumschiff. Halleluja. Super, dass wir den Weg gefunden haben, wo ich gar nicht hin wollte. Na prima. Und ich bin durstig. Na, dann geh mal hoch, mein lieber Grimbo. Ja, dann nimmst du die Plane hier am besten auch mal mit. Ist ja nicht wahr. Ja, ich weiß, dass du Durst hast. Wir trinken gleich nochmal ein Schlückchen. Keine Panik. Leute, die Höhlen sind so unglaublich groß. So unglaublich groß, dass man sich auch so verlaufen kann. Irre. Von einer Höhle in die nächste. Wahrscheinlich habe ich die halbe Insel überquert wieder. Bin mal gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Ich meine, ich war ja schon mal. Ich müsste es rein rechtlich gesehen wissen, wo wir hier sind. Aber ganz ehrlich, ich habe es wieder vergessen. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich jetzt hier rauskomme. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier rauskommen müssten, ohne auf Gegner zu treffen, weil wir ja alles platt gemacht hatten schon. We are straving. We need zu trinken. So, komm weiter, 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 weiter. Lass dich nicht aufhalten, wir müssen aus dieser Höhle raus. Es ist so ruhig hier, es sind keine mehr da. Das wäre so schön, wenn wir einfach hier rauskämen. Hier ist wieder was zu tauchen. Wieder Schleim an den Decken. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer, Junge. Dir war kalt, du bist nass. Mach keinen Quatsch. Hier gibt's doch Respawn. Ist doch nicht euer Ernst. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Zwei Stück. Mann, alle wieder da. Ist das denn normal? Kommt, 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 kommt. Dämonen. Dämonen zu mir. Brenne. Brenne in der Nacht. Komm, einmal habe ich noch. Einmal habe ich noch. Da bist du ja so einfach platt. Ach, soll ich ein Ernst? Ihr sollt doch einfach verbrennen. Komm schon. Haltet ihr mehr aus? Was ist denn hier passiert?
Boah, Achtung, Achtung, auch, komm, renn. Ah, ich glaube, das war's. Dann haben wir wenigstens wieder Rüstung. Leute, warum haben wir so krassen Respawn in der Höhle? Also, wenn mir das irgendjemand sagen kann, bitte gerne. Würde mich wahnsinnig interessieren. Liegt es daran, so zwei Stück? Hier gibt doch sonst mehr. Na gut, besser als nichts. Liegt das eventuell daran? Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt in die richtige Richtung laufe. Vielleicht habe ich mich auch schon nee, da geht's hoch. Liegt es daran, dass wir schon in dem Wegbunker waren und da die goldene Tür geklopft haben? Haben wir damit schon irgendwen geweckt wieder? Und das Spiel damit schwerer gemacht? Ich weiß es nicht. Schneller, Grimbo. Gib doch mal Gas. Auch ein bisschen Ausdauer. Los. Trink noch mal einen Schluck. Wir haben so viel hier gefunden. Da kannst du dir mal was gönnen. Und auch noch mal einen kleinen Happenpappen essen. Und unser Fleisch ist auch noch gut. Ist nicht wahr. Ich habe mich so irre verirrt und habe dann auch noch so miesen Respawn hier. Sind wir hier richtig? Hallo? I don't know. Ich glaube, das war nicht richtig, Leute. Sind wir jetzt hier da, wo ich gerade schon war, Leute? Ich werde irre. Wundert euch nicht, wenn ich zum Schweigen neige. Ich muss mit der Situation hier gerade... Nein, okay. Hier ist ein Dämon. Dann sind wir auf dem rechten Wege. Dich bringen wir auch auf den richtigen Wege, mein lieber Dämon. Komm ran, komm zu Papa. Und bring keine Kumpel mit. Jetzt verbrenn noch mal, was ist denn los? Warum bist du widerspenstig? Tanzen und verbrenn einfach. Mir ist wirklich, als ob die beim letzten Mal leichter waren. Oh. Da haufenweise Kreuz wieder. Das kommt mir alles bekannt vor. Jetzt kommen mir gleich garantiert auch wieder Gegner. Irgendwelche Art und Weise. Nee, stimmt. Hier hat man letztes Mal noch das Artefakt rausgeholt. Wir müssen unten rum. Junge, Leute, wir sind gleich am Ausgang, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir sollten gleich am Ausgang sein. So, schnauf mal ein bisschen durch, falls doch noch jemand kommt. Vielleicht sind die ganzen anderen Gegner auch respawned.
Rechts dran vorbei. So geht's besser. Genau. Oh, Baby. Ich lasse dich in Ruhe. Vielleicht kommen wir auch einfach an dir vorbei. Kein Bock, mich mit dir zu kloppen. Ehrlich nicht, Baby. Ich leg mich doch jetzt nicht mit Babys an. Ich will einfach nur hier raus. So, Leute. Ich überlege gerade wirklich ernsthaft, ob ich euch das hier als Folge verkaufen kann. Aber ich denke, das machen wir, weil das gehört einfach zum Spiel dazu. Das ist das Spielerlebnis. Wenn man sich nicht mit allem spoilert und sich nicht alles vorher auf YouTube anschaut, dann sind das genau die Dinge, die euch erwarten in diesem Spiel. Sich umschauen, entdecken, auch mal verlaufen, Orientierung verlieren. Das ist alles Teil des Spiels. Und wir bei Opi wieder. Waren hier noch Gegner? Ich weiß nicht. Ich höre was. Ja, das waren, glaube ich, hauptsächlich Fledermäuse hier. Oder ich bin wirklich gerade fest überzeugt. Da geht's raus. Dass ich das als Folge hochlade. Auch wenn wir im Grunde genommen nichts erreicht haben. So, lass mal auf die Karte gucken. Okay, hier sind wir rein. Da sind wir raus. Da sind wir raus. Wir sind gar nicht so weit weg davon, von da, wo wir rein sind. Aber wir haben überhaupt nicht das erreicht, was ich erreichen wollte. Leute, kein Problem. An dieser Stelle würde ich sagen, wir beenden dieses Drama für heute. Die Irrfahrt des Odysseus oder des Grimbo, wie auch immer man das nennen mag. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert den Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge. Ich mache mich nochmal schlau, wo ich meinen Blueprint finde. Vielleicht könnt ihr es mir auch sagen. Ich suche die Multitrap. In diesem Sinne, ich bin raus. Euer Gamebro.